Mein Name ist André Schirmitz. Ich arbeite bei Schokolade als Head of Post-Production. Wir schneiden hier in Stuttgart etwa 120 Filme im Jahr. Wir machen die Farbkorrekturen der Filme, Länderadaptionen natürlich, kleinere Retuschearbeiten, das machen wir auch in Stuttgart. Wenn es um größere Sachen geht, CGI, Motion Design, dann macht das unser Büro in Berlin, mit dem wir eigentlich täglich zusammenarbeiten. Wir schneiden nicht nur Realfilme, wir schneiden auch animierten Filme. Das muss man sich so vorstellen, dass wir bei animierten Filmen so denken, als wäre es ein Realfilm. Das heißt, wir erarbeiten mit unserem Berliner Büro Kamerafahrten für diesen Film. Diese Kamerafahrten werden dann bei uns geschnitten und das gibt dem Film einen Rhythmus. Und ich finde, dieser Workflow macht den Film im Endeffekt auch besser. Wir haben hier in Stuttgart 4 Workstations, wir haben 2 Grading Workstations, einen mobilen Schnittplatz, den nehmen wir mit zum Schnitt vor Ort. Wir können mit der mobilen Workstation zum Kunden gehen natürlich, wir können Abnahmen vor Ort machen. Die festen Workstations sind angebunden an ein RAID-System über Glasfaser. Unser RAID-System hat etwa 150 Terabyte Speicherkapazität. Unsere Workstations sind so ausgelegt, dass man eigentlich jedes Projekt an jeder Workstation bearbeiten kann. Wir haben hier in Stuttgart 3 festangestellte Cutter. Wir haben einen großen Pool an freien Cuttern, an freien Gradern aus ganz Deutschland, sodass wir eigentlich jedes Projekt mit den richtigen Leuten besetzen können. Die Tatsache, dass wir mit festangestellten Cuttern arbeiten, hat natürlich auch Vorteile für den Kunden. Wir kennen den Kunden, der Kunde kennt uns, wir kennen die CI-Vorgaben des Kunden, welche Schriften werden benutzt. Das macht natürlich die Abstimmungsschritte einfacher und das kommt letztendlich der Qualität der Filme zugute. Der alte Satz, dass Filme im Schnitt entstehen, finde ich, gilt immer noch. Das ist beim Dokumentarfilm ein bisschen mehr als jetzt vielleicht in der Werbung. Aber auch in der Werbung kann man im Schnitt noch so das letzte Quäntchen aus dem Film rausholen. Und das sorgt immer wieder für Überraschungen und das macht die Arbeit so spannend und auch wichtig für den Film.